Freunde, herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal und heute, Jungs, geht es mal darum, warum die Kayn so stark ist. Ich meine, ich habe sie jetzt zweimal sogar, also ich meine, ich habe die Kayn 120 jetzt zweimal und es ist doch egal, ob die 100er oder die 120er Variante. Sie ist ja momentan überall vertreten im Bad Wars, Skywars Bereich und das aber auch absolut zu Recht, weil sie hat auf jeden Fall Vorteile, die die meisten wahrscheinlich ansprechen und für die meisten wahrscheinlich sehr, sehr nice sind. Aber ja, Freunde, schreibt auf jeden Fall mal rein, ob ich öfter mal diese Anfänge machen soll. Ich weiß, ich fühle das ist irgendwie nice. Ich weiß auf jeden Fall, dass Basti, Celtix, Felix, etc. das auf jeden Fall machen und ich muss sagen, ich finde es persönlich sehr nice. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Video an, Freunde. Let's go. Okay, Freunde, wir kommen auf jeden Fall zum ersten Punkt auf der Liste und das wäre auf jeden Fall, dass die Maus in jedem Spielmodi eigentlich insane ist. Also ich meine, in den Hauptspielmodi, jetzt zum Beispiel Skywars und Bad Wars, ist sie halt ultra vertreten. Generell kann ich mir auch vorstellen, dass sie in anderen Modis sehr, sehr vertreten ist. Deswegen, ja, ist es auf jeden Fall der erste Punkt. Keine Ahnung, wie ich es anders nennen soll, aber ich glaube, das ist es einfach. Okay, perfekt. Er ist unten. Okay, top, er ist auch unten, aber ich glaube, er hatte tatsächlich noch eine EP, er ist auf jeden Fall auch unten, ich glaube, ja, das lief eigentlich ganz gut. Zweiter Punkt wäre auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr strong in CPS ist, also ich meine, man kann damit halt wirklich ultra gut viele CPS bekommen mit Abuse halt, was natürlich auch insane ist. Ich meine jetzt, ich glaube, ich zum Beispiel habe einen 50 CPS Rekord, beziehungsweise mein persönlicher Bestrekord ist 50 CPS und ich glaube, das ist gar nicht so bad. Digga, schön die Enderperle verworfen. Top. Dritter Punkt auf jeden Fall. Und der Punkt ist so insane. Das hatte ich bis jetzt bei noch keiner anderen Maus. Ja, die so smooth in der Hand liegt. Also wirklich, wenn ihr die in der Hand habt, sie passt sich einfach perfekt an, finde ich. Liegt auf jeden Fall daran, dass die Beschichtung der Maus eher so gummihaft ist. Es fühlt sich ultra nice an und jede Kante ist auch irgendwie so abgerundet. Was natürlich auch nochmal mega nice ist. Ach, cool. Nice. Ja, ich glaube, das war's mit mir. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Die Maus ist auf jeden Fall ultra handlich, deswegen ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der sehr, sehr viele Leute anspricht. Zudem kommen wir jetzt auch wahrscheinlich zum vierten Punkt. Und das ist auf jeden Fall, dass die Mausbuttons ultra gut zu erreichen sind. Also ich meine, es ist so eine Maus, die nicht irgendwie so 10 Buttons hat. Zwei simple Buttons, die gut zu erreichen sind und auch groß sind. Okay, perfekt. Ohuhu. Oh mein Gott. Jungs, was geht hier ab? Okay, da kommt noch einer. Oh nein. Oh mein Gott, wir haben einfach richtig gut Damage gezogen. Holy shit. Oh mein Gott, er fliegt auf jeden Fall runter, aber ich glaube, er ist nicht ganz tot. Weil er sich hier schön im Water saven konnte. Wird auf jeden Fall abgeklemmt, der Laden. Glaube, er kommt nicht mehr hoch, oder? Ich glaube, er ist da unten jetzt stuck. Sehr gut. GG auf jeden Fall. Ja, vierter Punkt, auf jeden Fall die Buttons. Buttons ultra leicht zu erreichen. Fünfter und letzter Punkt wäre auf jeden Fall der Preis. Oh mein Gott. Wie er da runtergestürzt ist, geil. Ja, letzter Punkt ist auf jeden Fall der Preis. Wenn man dann einfach sagen muss, dass ich glaube, ich habe die letztens sogar die Maus halt wirklich für 23 Euro gesehen. Also die K100 gab es, glaube ich, auf Amazon für 23 Euro. Ich glaube, die ist mittlerweile wieder ausverkauft. Preis ist auf jeden Fall was sehr, sehr geil ist auch. Also meiner persönlichen Meinung nach auf jeden Fall. Meiner persönlichen Meinung nach? Meiner Meinung nach ist sie auf jeden Fall zu günstig sogar für das, was man bekommt. Good job, Bro, good job. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen zu günstig für das, was man dann wirklich bekommt. Okay, perfekt, schön abgestaubt, sehr gut. So kennt man. Und nicht anders. Ich meine, die Kayn 100 kostet ja ungefähr 30 Euro. Die 120er-Version kostet ungefähr, ich glaube, 40 Euro. Und letztens habe ich die wirklich halt für 23 Euro bei Amazon gesehen. Ist halt absolut günstig. Aber ich glaube, die ist mittlerweile wieder ausverkauft. Ups, das war absoluter Fehler. Perfekt. Also falls ihr eine Maus sucht, die auf jeden Fall wenig kostet, die aber sehr, sehr gut ist, holt euch die Kayn. Mehr kann ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Ja, perfekt. Endlich. GG auf jeden Fall. Selber. Spiegel. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem kleinen Video. Ich wollte euch die Rocket Kayn nur ein bisschen näher bringen vielleicht. Oder vielleicht ein bisschen das Interesse wecken, falls ihr noch nicht habt. Ja, Abschlussworte auf jeden Fall. Absolute Allrounder-Maus. Würde ich sagen, war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da oder ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace.